Ja, Leute, ich bin's wieder, eure Shioyuki hier und willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4. Ja, in der letzten Folge haben wir mal uns rausgetraut aus der nicht so weiten Welt, weil wir nur die Nachbarschaft erkundet haben. Aber wir haben mal was anderes gesehen. Währenddessen sehen wir links unsere vier Kandidaten unseres Hauses Sims. Wir sehen rechts oben die Nachbarschaft, in der wir wohnen, wobei ich immer noch finde, dass unser Haus grottenschlecht aussieht. Aber kommen wir zu den vier Kandidaten zurück. Wir bekommen einen neuen Mitanwerber? Ich weiß es nicht. Aber es wird mal Zeit, dass wir bis auf Hannah Niesen, die ja eigentlich versehentlich in die Situation hineingerutscht ist, eine weitere Person anstellen, die zu der Sinn-Gemeinde gehört. Und dafür gehen wir auf Haushalt verwalten und bearbeiten die einfach mal. So. Ich könnte sogar Hannah Niesen umgestalten, ne? Aber das machen wir nicht. So, denn es geht weiter mit einem neuen Sim. Ich weiß, es könnte ein bisschen zu schnell gehen, weil wir so gefühlt jede dritte Folge jemanden Neues haben. Aber ich möchte so schnell wie möglich unser Haushalt halt voll bekommen, weil dann viel, viel mehr los ist. Ich dachte eigentlich auch, es wird definitiv chaotischer, so mit ganz vielen verschiedenen Todessünden, die eigentlich nur Mist bauen. Aber nehmen wir es mal ernsthaft. Sloth ist der aktivste in unserem Haushalt und Greed stiehlt Sachen für im Wert von 20 Simoleons. Unser Haushalt ist, glaube ich, einfach nur nicht so der intelligenteste Haushalt. Aber schon okay, ist schon in Ordnung. Wir erstellen jetzt unseren weiteren Sim in der Hoffnung, ein bisschen mehr Action in unser Haushalt zu bekommen. Weil diese liebe Dame eigentlich immer nur als Freelancer zu Hause arbeitet und faulenzt. So ein Leben hätte ich gerne auch. Aber in Ordnung, erstellen wir die Person anhand Sim über Geschichte hinzufügen, neuen Sim hinzufügen. Hey, Geschichte hatten wir schon mal gemacht. So, sorry, ein kurzer Cut. So, wir fangen erstmal an, indem wir euch jetzt sagen, wer überhaupt in unseren neuen Haushalt einzieht, Leute. Der Vorname der lieben Dame, das sofort weg, ist Gluttony. Ist keine Anspielung auf Gluten oder so, sondern ist natürlich der englische Name oder die englische Bezeichnung für die Todessünde Völlerei. Darauf freue ich mich, denn Leute, Völlerei ist auch mein Motto. Es tut mir leid, ich liebe Essen und ihr könnt nicht glauben, wie viel ich verdrücken kann. Das ist ganz schön sad, um ehrlich zu sein, aber schon okay. Ist schon okay. So, wie vorher angekündigt, wird das eine weiblicher Mensch. Nicht, dass ich sagen würde, endlich, aber Hannah Niesen geht halt leider auch irgendwann von unserem Haushalt weg. Und eigentlich hätte ich von den Todessünden her gerne eine andere genommen als Völlerei, weil ich glaube, Völlerei ist jetzt noch nicht so krass oder so schlimm von allen, aber ich wollte gerne ein Mädel. Es tut mir leid. Ich möchte gerne einen Ausgleich in unserem Haushalt schaffen. Und dementsprechend haben wir hier unsere Gluttony-Sin. So, wir bleiben bei junger Erwachsener natürlich und gehen auf den Standardgang, selbstbewussten Gang. Hochnäsigen Gang, stolzer Gang, so. Femininer Gang, strammer Gang. Nee, den Strammgang würde ich sogar für jemand anderes gerne nehmen. Gruseliger Gang, federnder Gang. Ja, das sieht doch süß aus, oder? Das gefällt mir tatsächlich. So, dann suchen wir uns doch eine schicke Stimme für sie aus. Lapisa Fruma, Matisa Wallake and a prep kid up. Wisst ihr, was witzig ist? Also in ganz, ganz vielen so Animationsfilmen, Cartoons, ich hätte fast meine Handcreme weggeschmissen, haben etwas übergewichtigere Leute eine sehr tiefe Stimme, ist mir aufgefallen. Also wirklich eine sehr, sehr tiefe Stimme. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht wirklich damit zu tun hat, dass das dann von den Stimmbändern her vielleicht wirklich passieren sollte. Aber ich gebe ihr mal eine richtig helle Stimme, Leute. Was ist heller? Oh yes, die Stimme will ich überhaupt nicht in Zukunft hören. So, sind natürlich alles Mitbewohner, so ist das gut. Ich glaube, das hatte ich aber auch bei ihm so eingestellt, oder? Ja. Ach so! Nee, ich habe die als Verwandte eingestellt, die Sins. Gut, dann musst du natürlich auch verwandt mit denen sein. Beide sind deine Brüder. Heiße sie willkommen. So, zu den Eigenschaften komme ich, glaube ich, gleich, weil das macht mir eigentlich immer am meisten Spaß von allen. Ich gehe jetzt erstmal auf diese Strukturen, weil ich bin leider nicht so gut in Umbau, Leute. Ich bin leider nicht so gut. Aber es ist schon in Ordnung.
So, was ich erstens machen werde, ist, damit ich alles sehen kann. Ich weiß, klingt sehr, sehr merkwürdig. Ich wollte die Struktur nicht ändern eigentlich. Ich wollte sie eigentlich gerne komplett ausziehen. Ja, geht, perfekt. Weil da kann man die Statur am besten erkennen und ich finde, das benötigen wir. Wieso hat sie noch eine Leggings an? Kannst du das anziehen? Wieso hast du das an? Schätzchen, erzähl mir, warum du das anhast. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich diese Strumpfhose wegbekomme. Aber die ist hauteng. Kein Problem. Ist schon okay. Die Füße können wir lassen. Was mir noch wichtig ist, ist dir, tut mir leid, eine Glatze zu verpassen. Eine Glatze, Glatze, Glatze. Tada! So, und die Brille muss leider auch weg. So, jetzt sind wir ganz, ganz oben und von vornherein perfekt. So, ich fange direkt an mit der Gestaltung und ihr seht jetzt einen kleinen Speedraffer. Ich hoffe, ihr habt Spaß. So, blauer geht es eigentlich nicht. Ja, wir haben hier Gluttony. Ich wollte jetzt nicht übertreiben. Also ich hätte hier auch volle Pulle aufdrehen können mit Armen, Beinen, Bauch und so weiter. Deswegen, wir lassen es auf jeden Fall dabei. Aber sie hat einen netten Hintern. Den kann man vielleicht unter dem Rock nicht sehen. Aber sie hat einen netten Hintern, wollte ich nur nochmal anmerken. Also, ich hoffe, das ist in Ordnung. Sie sieht mir sogar sehr, sehr sympathisch aus. Also, ich habe sie bis jetzt von allen am meisten lieb. Sie sieht sogar noch süßer aus als meine Figur. Aber schon in Ordnung. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Achso, ich muss euch ja erstmal alles ganz... Das ist die Alltagskleidung, also so werden wir sie häufiger sehen, auf jeden Fall. Das hier ist die Abendkleidung, schick und schlicht, habe ich jetzt gehofft. Eine Sportkleidung, ich bin mir nicht sicher, ob wir die überhaupt sehen werden. So wie ich den Haushalt kenne, ist sie, die am meisten Sport macht, wahrscheinlich gleich. Die Nachtwäsche habe ich mir einfach einen Bademantel überlegt. Vielleicht ganz süß, so mit rosa und ein Häschen. Die Ausgekleidung mal in einer anderen Farbe. Ich weiß, ich habe nicht hier auf Komplementärfarben geachtet. Ich weiß, rot-grün sollte das ja eigentlich sein, ne? Und nicht mit blau, aber ist schon okay. Die Badekleidung ganz schlicht, heißes Wetter und kaltes Wetter, was ich von allen bis jetzt am süßesten finde, das kalte Wetter. So, aber sie sieht wirklich so niedlich aus. Ich mag sie sehr, sehr gerne jetzt schon, obwohl ich ihren Charakter noch gar nicht kenne. Am Ende zoffe ich mich mit ihr, ich weiß ja nicht. So, probieren wir es aus. Sollen wir mal auf Merkmale zufällig auswählen und schauen, was dabei rauskommt? Bam! Okay, sieht schlecht aus, so was hier drin steht, aber wir schauen erstmal auf unser Bestreben. Das Bestreben unserer lieben Dame. Das ist ja relativ easy. Wir gehen natürlich auf Essen. Bonusmerkmal, Essenz des Geschmacks. Wir haben endlich jemanden, der richtig kochen kann. Tut mir leid, Sloth, aber ich glaube, Gluttony wird da am besten dafür geeignet sein. Sims mit der Essenz des Geschmacks bereiten. Hochwertigere Speisen und Getränke zu. Stimmt, es gibt auch, glaube ich, so eine...
so eine Bar, glaube ich, die man machen kann oder die man halt aufbauen kann. Und da kann man da so Cocktails und so mischen. Wäre ja eigentlich auch ganz witzig. So, wir haben die Auswahl zwischen der Meisterköchin. Ich finde es cool, dass das echt auf das Geschlecht ausgeht. Also Meisterkoch, Meisterköchin und so. Dieser Sim möchte die kulinarischen Künste perfektionieren, oder? Meistermixerin, das, was ich glaube ich meinte. Dieser Sim möchte alles erfahren, was es über das Mixen zu wissen gibt. Wir wählen die Meisterköchin aus, weil das einfach, glaube ich, der größere Rahmen ist. Also da kann man viel, viel mehr machen. Dementsprechend Meisterköchin. So, und jetzt gehen wir mal auf die Merkmale. Was wurde ihr denn gesagt? Sie ist familienbewusst, wurde ihr gesagt. Sie ist eine Chaotin und sie ist gemein. Das kann ich mir bei ihr nicht vorstellen. Wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir nur eine schlechte Sache nehmen, ne? Ja, eine schlechte Sache, können auch mehr Sachen sein. Wir schauen mal nach. So. Oh, das ist aber süß. Da war sie zwar nicht drauf als Mutter, aber ist ja süß. So. Kreativspinnerin, selbstsicher, romantisch, düster, fröhlich. Fröhlich würde ich eigentlich gerne nochmal nehmen, aber wie gesagt, wir haben das halt nochmal. Deswegen schaue ich erstmal auf was anderes. Sie ist eine Genießerin. Diese Sims sind zufrieden und haben Spaß, wenn sie gutes Essen bekommen. Sie fühlen sich unwohl, wenn sie schlechtes Essen bekommen. Das wird definitiv der Fall sein, wenn einer von uns kocht, außer du. Und können sich für Ideen Kochsendungen ansehen. Ach, das geht? Ich dachte, man muss sich immer so Bücher durchlesen oder halt selber halt kochen. Aber okay, wir nehmen sie als Genießerin. Ja, wunderbar. Perfekt. So, was könnten wir noch nehmen? Ordentlich viel Fraß. Ach, weil Genießerin nicht viel... Diese Sims reagieren häufig negativer auf Hunger, haben immer Spaß am Essen und unabhängig von der Qualität des Essens. Essen auch verdorbene Speisen und können im Müll auch Nahrung suchen. Okay, wir nehmen das. Tut mir leid, ich habe mich umentschieden. Es wird der Vielfraß sein. Ist einfach genau die gleiche Sequenz. So, gucken wir weiter. Bro, böse, eifersüchtig, Einzelgängerin, familienbewusst, gemein, gut und gesellig. Ich glaube, Essen geht ja immer durch den Magen, ne? Also... Liebe geht durch den Magen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Einen Moment, ich kreuze das einmal ganz kurz weg. Ich überlege, ob ich gesellig nehme, weil man sitzt sich ja immer gerne an einem Tisch hin, isst dann gemeinsam und so. Diese Sims erhalten starke Stimmungen von freundlichen Sozialkontakten. Ihr Sozialbedürfnis sinkt schnell und sie erhalten mehr negative Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einen niedrigen Stand ist. Das sind also zwei negative Aspekte eigentlich, aber wir nehmen das jetzt. Sie ist gesellig als auch ein Fehlfraß. Das haben wir schon mal. Dann suchen wir nochmal was Gutes aus. Ehrgeiz. Diese Sims erhalten mächtig Stimmen bei Karriereerfolgen und negative Stimmungen bei Karrieremisserfolgen. Sie wirken womöglich verstimmt, wenn sie nicht befördert werden. Könnten wir eigentlich nehmen, ne? Ich meine, man könnte ja auch sauer sein, wenn man gut kocht, natürlich aus dem Müll frisst und so und dann nicht befördert wird. Also ich wäre sauer. Dann nehmen wir das einfach mal. Sehr gut. Dann haben wir die Eigenschaften, wir haben den Namen und wir haben somit unser fünftes, in Klammern viertes, Mitglied in unserem Haushalt. Ich würde das direkt einmal abspeichern. Da müssten wir doch bestimmt noch ein Bild sehen, oder? Perfekt, wir sehen ein Bild von den fünf. Ah, ist das wunderbar. Wunderbar. Wundervoll. Hannah Niesen sieht man da noch, wie sie glücklich drüber strebt, aber das wird sich bald ändern. Vielleicht auch schon in der nächsten Folge, wer weiß. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen.